Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival Evolved. Survival Evolved. Von Mist Survival. Und ja, wir müssen sowieso noch warten, bevor wir losgehen können, bis wir uns erstmal richtig schön geheilt haben. Sonst bringt das ja nichts loszugehen. Wir werden jetzt noch ein bisschen was vorbereiten. Wir haben jetzt noch knapp 2 Tage und dann ist Staffelende, ne? Falls ihr nicht wollt, dass es auf 16 Uhr weitergeht, weil. Gestern habe ich eine Abstimmung gemacht, weil ich 7 Days to Die nicht weiterspielen kann, weil der Speicherstand weg ist. Und da habe ich euch die Möglichkeit gegeben, zu voten, ob wir um 16 Uhr Mist Survival weiterspielen. Wie es ausgeht, das weiß ich selber noch nicht. Ich gucke morgen. Ich werde morgen erstmal. Na, ich komme ja. Ich habe ja Nachtschicht, ne? Komme dann um 7 nach Hause, esse was und dann gehe ich schlafen. Und wenn ich aufwache, ist es circa 14 Uhr. Und das heißt, ihr könnt auch den Anfang hier sehen, aber ich glaube, um 15 Uhr könnt ihr nicht mehr voten. Sagen wir 15 Uhr, 15 Uhr ist vorbei der Vote. Und solange habt ihr noch die Möglichkeit, da mal vorbeizuschauen und zu voten. Und dann werden wir sehen, ob wir Mist weiterspielen für einen Monat oder erst, wenn es wieder gewotet wird, ne? So, wo waren wir stehen geblieben? Wir haben ein Blatt mehr jetzt, weil ich musste kurz den Speicherstand rekonstruieren. Ich habe meine Arme nochmal verletzt. Und also mit Absicht alles gemacht. Hier sieht es ein bisschen anders aus, aber ansonsten habe ich alles original wiederhergestellt, außer dass ich nicht gestorben bin. So. Okay. Nächster Schritt wäre. Wir brauchten irgendwas, ne? Blätter. Genau, um die herzustellen hier. Dann werden wir einfach mal gucken, dass wir was anderes herstellen. Schauen wir mal, was haben wir denn noch zur Verfügung? Oder was brauchen wir besser gesagt? Den hier könnte ich rein theoretisch herstellen, ja? Mein Blacksmith Place. Ist möglich. Ja, dann machen wir das. Aber jetzt 20 Steine. Aber ich habe nicht so viele Steine. Weil wir räumen hier ein bisschen auf. Ich glaube, aufräumen ist eine ganz gute Idee. Ja, guck mal, Steine. Wie viele Steine habe ich jetzt? 11. Das ist nicht wirklich viel. Na komm, räumen wir hier mal ein bisschen auf. So. Ich habe hier irgendwo noch einen Verband gesehen gehabt. Habe ich den jetzt eingesammelt? Dann packen wir erstmal das Essen hier rein. So, dann Medizin. Medizin können wir auch hier schön in ein Schränkchen packen, ne? Einen kleinen Medizinschrank. Können wir dann wieder unser Trinken ein bisschen auffüllen. Haben wir überhaupt noch Trinken? Ich glaube, wir haben absolut nichts mehr zu trinken. Naja. Bunkern wir also mal unser Trinken hier. Wir müssen auf jeden Fall, wir müssen uns unbedingt um dieses Trinken kümmern. Ah, wir haben viel zu wenig. Mal gucken, was das bringt. Aber ich denke mal, wenn wir erstmal den Blacksmith aufgestellt haben, dann geht's richtig rund. Weißt du was? Wir gehen jetzt einmal kurz los und sammeln. Ach, da ist mein Messer hin verschwunden. Oh. Und dafür haben wir gestern extra neues gebaut. Wieso war das weg? Bin ich da gestorben? Weiß ich gar nicht mehr. So, haben wir hier noch irgendwas? Schieber, gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Davon können wir ja unendlich herstellen. Wir gehen einfach mal in die Richtung da hinten, wo der Bär war. Insofern wir uns mit niemandem anlegen, dürften wir eigentlich fein aus der Sache rauskommen. Ich habe jetzt nicht. Ich muss erstmal ein paar Sachen loswerden. Und dann fahren wir. Oder nee, wir müssen zu Fuß gehen, weil wir Steine und so brauchen, ne? Dann gehen wir zu Fuß. Gehen wir zu Fuß, gehen wir irgendwo hin. Da, guck mal da. Waren wir da schon? Weiß ich gar nicht. Zur Not habe ich noch eine Waffe am Start. Von daher passt das. Werfen wir alles mal kurz hier. Nee. Ich könnte alles sofort reinräumen, aber ich weiß nicht, ich möchte auch mal los. Also, ich habe auch keine Lust, immer ewig an einem Ort zu bleiben. Ich weiß, mir wurde gesagt, Zero, das macht nichts, gehört zum Spiel, das Aufräumen. Aber ich möchte auch los. Ach, hier war der Bär. Stimmt. Waren wir da schon in der Hütte? Ja, waren wir auch, ne? Bretter brauche ich jetzt nicht. Gehen wir einfach da hinten zur Hütte, wo wir schon mal waren. Und dann gucken wir mal. So ein Inventarplatz wäre auch ganz cool, ne? Da würde ich mich riesig drüber freuen. Ich weiß nicht, ich habe bisher noch nichts gefunden. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Weiß nicht, ist eine schlechte Vorbereitung für die nächste Staffel, wie ich finde.
Na gut, hier ist zu, da waren wir also noch nicht. Wie sieht's hier aus? Oh, guck mal. Was haben wir da? Ein Rack. Naja, gut. Gibt besseres. Guck mal, da ist auch noch eine Hütte. Nee, wieso ist die Tür denn zu? Hätte ich doch aufgemacht. Seltsam. Da laufen wir ein bisschen hier den Weg entlang. Hier waren wir noch nicht. Oh, Steine. Sonst nichts an Steinen, ne? Hier waren wir auch drin, aber da war unser Loot voll. Das weiß ich noch. Hier können wir noch eine Säge mitnehmen. Könnte rein theoretisch den Schrank hier mitnehmen. Vielleicht machen wir es auf dem Rückweg, dass wir den Schrank hier mitnehmen. Aber da ich nicht weiß, ob ich überleben werde, machen wir es jetzt noch nicht. Er wird schon bei unserem alten Haus, also in der Nähe davon. Ist das unser altes Haus? Nö, es wirkt nur so, ne? Weil hier war ja... Wir hatten ja auch so eine Auffahrt. Okay, versuchen wir die mal zu erschießen. Hallo, Zombies? Ja. Das war der erste Streich. Ach, guck mal. Der schaut nach seinem Freund. Wunderbar. So. Ich will zu essen. Eine Kartoffel. Komm, nehmen wir das Glas mit. Was soll's. Schwindet einfach meine Waffe. So, Rifle Ammo. Ja, nice. Ich die Munition wieder zurückbekommen. Das nehmen wir auch mit. 9mm, ja gut, für die Pistole. Haben wir eh alles verschossen für die Pistole, brauchen eh neues. Ein Rack, was ich nicht übertragen kann. Ach, viel mehr. Oh. Nein, ich habe meine Crowbar vergessen. Ich fasse das nicht. Na komm, laufen wir zurück. Holen die Crowbar und kommen wieder. Guck mal, da ist so zu Hause von den Raidern. Das könnte schon das sein vor unserer alten Butze. Das könnte es sein. Bin mir aber nicht so sicher. Was mache ich denn überhaupt auf der Straße? Mist. Ich wollte auch eigentlich Steine und Blätter suchen. Guck mal, ein Stein. Wie viele Steine habe ich jetzt? 4. Kommen wir nicht voran mit den Steinen. Stein, Stein. Nein. Nein. Ach, verdammt. Irgendwas muss weg. Kann ich die Säge hier hinpacken? Oh, ich kann essen. Ein Steinparadies. Ja gut, die Feder. Würde sie gerne mitnehmen, aber wir machen das jetzt noch nicht. Ich finde noch genug Federn. Da lag der Bär, ne? Ja. Gut, der Bär ist ein gutes Anzeichen dafür, dass wir fast zu Hause sind. Federn kann ich leider nicht mitnehmen. Aber hier wurde Mama Bär, das wissen wir. Die knall ich sowas von weg, wenn die kommt. Vielleicht können wir sogar den Blacksmith Place schon bauen. Huch! Dein Blatt. So viel Zeug. Blatt.
Blatt. Feder? Achso. Das wäre ein Blatt gewesen. So. Wir können ja schon mal den Blacksmith Place platzieren. Und zwar hier hatten wir den, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Oh, das ist falsch rum. Falsch rum, falsch rum. Warum bist du jetzt falsch rum? Soll dir scheiße. Wer macht denn sowas? So, mir fehlt noch ein Hammer und dann geht's los. Können wir schon mal ein paar Steinchen platzieren? Ne, Stein. Okay. Wir sind voll. Holen wir uns den Hammer hier aus der Ecke. Und dann geht's los. So. Da siehst du, fast fertig. Wieso verliere ich Leben? Was soll denn das? Aber hatte ich nicht mehr Leben? Schwören können, ich hab mehr Leben. So, nehmen wir das hier mit. Rubber nehmen wir auch gleich mit. Was war da alles noch dabei? Holz, Nägel, Steine. Okay. Nehmen wir noch ein paar Steinchen mit. Ich glaube, das reicht an Stein. Einer fehlt, ist nicht dein Ernst. Ein Stein fehlt. Ja, dann komm mit. Hallo? Ah, geht doch. So, Nägel und wir brauchen noch Komponenten. Haben wir hier welche rumliegen? Na gut, dann nehme ich mir welche aus dem Schrank. Hier die 8 damit. So. Dann kümmern wir uns als nächstes um das Holz. 20 Holzstücke brauche ich. Wir können 4 pro Stamm herstellen. Das heißt, wir brauchen 5 Stämme. Das heißt, einen Baum müssen wir auf jeden Fall noch fällen. Ja, wir halten uns so ein bisschen über Wasser, ne? So, ein Baum muss leider leiden, weil einen Stamm müssten wir hier noch haben, ne? Und aus einem großen Baum entweichen 4 Stämme. Oha, Gesundheit Zero. Danke, Zero. Bist du sehr nett, wa? So. Muss auf meinen Arm aufpassen. Mach den Fehler nicht noch einmal. So eine verdammte Kettensäge, ey. Die meinen Arm nicht belastet. Jahre später. Ach Gott. Haben wir es jetzt langsam? Komm schon, bitte. Arm, spiel bitte. Ich hasse es. Ich meine, wenn mein Fuß kaputt ist, gut, dann kann ich nicht laufen, aber das ist so schrecklich. So, 3, ne? 3. Huch. 1, 2, 5 waren das direkt. Nice. Oh, der Baumstamm muss dann leiden. Komm schon, Arm. Du schaffst das. Du schaffst das, Arm. Halte durch. Ja. So. Einfach mal alles einstecken. Zack, 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 zack. Wenig Blätter, schade. Hätte mir eher mehr erhofft. Mache ich eigentlich meinen Arm kaputt, wenn ich jetzt Bretter mache? 1, 2, 3, 4, 5, so.
Wie lange das dauert. Oh. Ganz so schöne Zeit mit Flöten. Stück, Arm noch heil, sehr schön. So, das dann zu den Brettern. Dann fehlen noch 30 Nägel. 11 Stück haben wir, glaube ich, noch, ne? Nägel. 16 Stück. Das heißt, wir müssen zwei Stück davon, zweimal da machen, ne? Und dann passt das schon. Nehmen wir das hier mit. Das. Haben wir jetzt dabei? Einen nur. Dann machen wir uns mal ein paar hübsche Nägel. Ist verdammt spät. Und ich bin dehydriert. Ach, deswegen bin ich fast am Sterben. Ich gerade einen Zombie gehört. Sicherheitshalber. Hallo, Tür. Muss was trinken. Deswegen verliere ich ein Leben. Ich habe nichts mehr zu trinken. Das ist jetzt ein bisschen Kacke. Oh, ja gut, der hier noch. Ich werde eventuell diese Nacht sterben. Ich muss das hier essen, damit ich die Nacht überlebe. Jetzt auch fast schon am Umfallen. Laufen wir mal 6 Stunden, reicht das? Dürfte reichen, um einen Tag zu überleben, ne? Ja. So, wir müssen das jetzt schaffen. Wir müssen es schaffen, jetzt schnell Wasser zu holen und es zu destillieren. Hinter mein Haus. Weil das Destillieren dauert leider ein bisschen länger. Natürlich Kacke. Und ich sehe es auch jetzt auch nicht ein, Wasserflaschen herzustellen, wenn ich sie ganz einfach aus. Hallo? Wenn ich sie ganz einfach finden kann. Also wir werden auf jeden Fall genug finden, mehr als genug. Dann haben wir erstmal 4 Liter. Für den Anfang reichen. Es wird wieder. Wir sind fast schon wieder auf dem aktuellsten Stand. Außer, dass wir natürlich noch nichts gefunden haben. Guck mal, mein Blacksmith Place. Oh, ist das schön. Er ist fertig, Freunde, er ist fertig. Guckt ihn euch an. Sehr schön. Guck mal, gibt's hier was Neues? Ist das, was ich herstellen kann. Achso, stimmt. Hier. Mörser und Stößel. Oh, neues, neues, neues. Ah, wir können jetzt auch Metal Scrap herstellen und Komponenten herstellen, wozu auch immer. Wir können herstellen. Was gibt's Neues? Also, ja gut, Sledge haben wir schon gesehen. Munition. Es gibt eine neue Munitions. Zwei neue Munitionsarten, ne? Kaliber 5. Und die Cartridge hier. Ob wir irgendwann noch die Waffe dazu finden. Wäre ja schon cool. Na gut, kümmern wir uns ums Wasser. Als allererstes. Bitte schön. Was? Manchmal, ne? Hätte ich mir einfach nur WTF. Dann holen wir uns hier 2 Streichhölzer raus.
Und wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Ach, wir haben einen Stamm dabei, tatsächlich. Ja, hier, komm. Okay, dann starten wir mal die Scheiße. Zu wenig Treebug. So. Die an so. Ah, das dauert leider ewig. Das dauert leider ewig. Wie sieht's aus mit meiner Gesundheit? Ja. Oh, ich heile mich! Ich heile mich wieder! Ah, ja. Alles wird gut. Alles wird gut. Okay, wir kommen voran. Gut, dann können wir jetzt, solange wir warten, können wir auch aufräumen, ne? Also, so viel Zeit muss sein. Ich habe aber gerade eine bessere Idee. Moment mal. Ja, ich weiß, ich wollte gerade aufräumen und jetzt werfe ich hier alles wieder hin. Ah, Mann. So, wir nehmen mal das ganze hübsche Zeug hier mit. Und bauen uns ein paar Schränke auf. Das hier ist mir einfach zu undurchsichtig. Blicke ich einfach nicht durch. So, ich möchte gerne Schränke bauen. Mache ich das gar nicht hier? Mache ich das per Hand? Ich kann per Hand Schränke bauen. Ist so. Tatsache. So, Holz, Holz, Holz. Ja, wir brauchen Holz. Gibt's doch nicht. Lang mein Arm. Ah, nee, ich kann wieder hacken, ohne dass mein Arm abfällt. Nice. Ja, das ist der Traum. Der Dream. Der Dream ist wahr geworden. Endlich. Ruhe und Frieden, Leute. Ruhe und Frieden. Oh, das ist schön. Das freut mich jetzt aber. Gibt Schlimmeres, wa? Aber egal. So, nehmen wir noch die Blättchen mit, ne? Das war's. So, was wollte ich jetzt machen? Schränke bauen, ne? Schränke, ja. Schränke wollte ich bauen, ja. 20 Stück. Dürfte ja wohl reichen. So, als allererstes brauche ich hier einen Schrank oder zwei Schränke. Machen wir erstmal zwei Schränke und wenn wir mehr brauchen, bauen wir halt mehr. So, Schrank Nummer 1. Das falsche Holz hergestellt. Ich habe das falsche Holz hergestellt. Oh, bin ich Panne oder was? Oh Gott. Oh nein, oh nein, warum? Naja. Ist halt so. Müssen wir jetzt erstmal mit leben, dass wir jetzt nochmal los müssen. Wieso sind die Schränke falsch rum? Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Gut. Ja, dann bauen wir hier noch einen dritten Schrank hin fürs Holz. Für Holzgüter. Rein theoretisch bin ich ja jemand, der ordnet wirklich. Ich ordne wirklich gerne die Sachen, ne? Eigentlich ordne ich nicht so gerne die Sachen, aber ich freue mich, wenn sie geordnet sind. Sagen wir es so. Ne? Gut. Kann ich ja noch nichts reinwerfen, das heißt, hier, komm. Wie Panne ich doch bin. Ach du Scheiße. Kann ich doch so ein Scheißding fällen hier? So doof muss man erstmal sein. Warte, konnte ich nicht aus Planken. Naja, was soll's. Wir heilen uns ja eh gerade und haben nichts Besseres zu tun und warten darauf, dass wir gleich trinken können. Stehst du noch wieder eins, ja? Hey! Ich hab den unter dir weggehauen. Was ist denn los?
Oh Gott. Weißt du was? Ich lasse dich da oben einfach fliegen, hängen. Sieht schön aus, finde ich. Sollte jeder zu Hause haben. Okay. Ich brauche Brettis. Ah, jetzt habe ich keine Säge. Ich drehe durch. Oh, Spiel, mach mir das Leben doch nicht so schwer. Oh, mach das mit deinen Händen. Chuck Norris kann das doch auch. Okay, ich habe hier noch Holz rumliegen, ne? Wieso verwenden wir das nicht erstmal? Okay, eine Säge brauche ich. Eine Säge da, so. Okay, gut. Mit dem Rest können wir dann schön hier herstellen. Zack, zwei Stunden. Ja, so langsam kommt das Leben wieder in uns hervor. Guck mal, wie wir uns heilen. Wie sieht's aus? 5 Liter, da passt noch ein bisschen was rein, aber weißt du was, hier kommt. Nehmen wir erstmal ein bisschen mit. Damit wir trinken können. Nein! Nee, ich gehe nicht raus. Nicht solange ich verletzt bin, werde ich einen Scheiß hier machen, ey. Werde jetzt nämlich einfach schlafen gehen. Ganz easy. Hier, 2 Stunden. Ja, schön erholt. Siehst du? Und schon ist es vorbei. Zu einfach geht das. Okay. Der Schrank ist komplett. Der Schrank ist komplett. Ich muss das halt alles so aufbauen, dass alles wirklich seinen Platz hat. Nicht, dass alles irgendwie nebeneinander steht, weil dann laufe ich nur durch die Gegend und prüfe die Schränke. Nein, es sollte alles, auch die Schränke sollten sortiert sein. Nur dann kann man sich richtig zurechtfinden, ne? Das Holz behalten wir erstmal noch. So. Kommen die Blätter hier auch noch rein und das Treebark kann hier auch rein. Okay, holen wir mal das ganze Holzzeug und so von da drüben. Holz, 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 Holz. Hier haben wir noch Holz. So, nehmen wir hier mal die Schränke. Hier Treebar kann mit. Ach stimmt, wir hatten noch eine Cola zur Not. Hab ich schon wieder vergessen. Okay, dann haben wir alles Holzmögliche mitgenommen, ne? Dürfte ja nichts mehr an Holz rumliegen. Wo sind die anderen Blätter? Wo habe ich die anderen Blätter hingetan? Weiß das einer noch von euch? Shit. Okay, das Holz haben wir verstaut, aber ich will doch noch mehr Blätter. Ach, da. Sieht man nur so schlecht. Ach, da ist noch eins. Noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Okay. So, Blätter. Haben wir jetzt insgesamt 29 Stück. Wir haben 6 gebraucht, ne? 48. 48 haben wir gebraucht, ich erinnere mich. Es dauert noch ein bisschen. So, gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall das noch. Hier haben wir noch Nägel, Matches, Essen. Können wir hier auch Sägen platzieren. Wir haben so viele davon später. Machen wir alle zu Eisen. Stimmt, konnten wir eigentlich herausfinden, ob wir jetzt den Lifehack hatten oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann haben wir unseren Speicherstand verloren, ne? Komm, wir probieren es doch mal aus. Zur Not bauen wir uns eine neue Säge. Ich meine, was ist los? Habe ich nicht die Sägen mitgenommen? Bin ich jetzt blöd? Ich schwören könnte, ich hätte die Sägen mitgenommen. So, dann werden wir halt morgen herausfinden, ob wir ein Lifehack haben. Wir haben nämlich noch 2 Folgen vor uns.
Und ich müsste rein theoretisch dann in der Bethesda, hast du nicht gesehen, Beta sein. So, hier steht ja jetzt 0. Es würde auch hier 0 stehen. Value 75. Ach so, und bei Value 100 würden wir einen bekommen. Aber rein theoretisch ist das doch voll der Lifehack, wenn wir jetzt einen rausbekommen, oder? Probieren wir es aus. Ansonsten, ja, wir haben eh nichts zu verlieren. Jedenfalls nicht an Segen. So, Hämmer haben wir auch ohne Ende. Die nehmen wir mal mit. Wir haben jetzt unsere 9 mm Munition, ne? Sehr schön. Haben wir noch Flasche, hier, das. Das ist einfach zu viel. So. Essen, zack. Das kann dann zum Alkohol, ne? Dann bringen wir erstmal die Bretter weg. Wenn wir sie brauchen, können wir sie ja jederzeit wiederholen. Und so soll das dann das Ganze halt sein, dass alles wirklich sortiert ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach morgen wieder. Dann fangen wir an mit einer kleinen Sortierung und dann haben wir es. Haut rein, euer Zero. Tschüss.